Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hi! Wenn das nicht undead ist, danke, dass du vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen heute gibt es ein Kreisrundengeschenk. Amüsier dich gut. Und ja, heute wurde wieder, ja, wie eigentlich sonst auch, ziemlich viel wiederholt. Und zwar von zwei Super Mario Bros. Kränen, die mir fehlen. Wovon ich einen gerne auf jeden Fall versuchen möchte, der schwieriger ist. Und ich muss dazu sagen, dass ich mich immer noch nicht sicher bin, ob der mit drei Runden zu machen ist oder nicht. Weil es immer ein anderes Ergebnis ist, wie die Blöcke halt sich lockern. Wie man hier generell sieht, ist halt hier ziemlich viel, was wir eigentlich schon mal gesehen haben. Hier haben wir jetzt den Bowser weg. Vom letzten Mal, von gestern war das, glaube ich. War doch gestern, oder? Ja. Egal. Ja, oder dass man hier irgendwann mal vielleicht doch mal den Shy Guy bekommt, weil man hier ja die drei Marken runter switchen kann. Links-Rechts-Bewegungen. Ja, und hier fehlen mir halt leider diese Fleischbällchen oder Reizbällchen oder was auch immer. Oktobällchen, je nachdem, wie man sie sieht, was es sein soll. Und hier gleichzeitig noch den Pilz. Wobei man hier sagen muss, man kann ja hier den Stachel runter, also mit den Rechtsbällchen runterwackeln, dass halt hier der Block dann schräg steht. Dass man hier dann vielleicht so reingreift, dass man den Block halt nach unten drückt und dann vielleicht sich die Pilze nach links bewegen, könnte ich mir vorstellen. Aber das Wichtige ist halt das hier. Gehen wir nochmal kurz weiter, was es sonst noch so gibt. Ja, hier ist immer ein anderes Ergebnis, wie die Marke da fällt. Ist auch schon, glaube ich, einmal passiert, dass die Marke, ja, beim Schaffler war das, glaube ich, dass die Marke hier durchgefallen ist. Und dann waren nur noch diese drei übrig. Eine gute Vorlage, aber ist natürlich nicht immer gegeben, dass es so ist. Oder sonst halt hier noch so ein paar Sachen. Ich war mir irgendwie im Gedanken, dass ich das hier komplettiert hatte. Ich glaube, das war das Training, wo wir das damals hatten, gell? Irgendwie. Aber okay. Anime Crossing interessiert mich ja nicht sonderlich. Ich würde das höchstens spielen, wenn ich sonst nichts zu tun hätte. Oder hier halt dieses eine letzte Ding. Und das ist halt immer so die Sache, wenn man halt die ganzen Sets sieht, wo dann halt nur noch eine einzige Marke fehlt. Wo man sich dann überlegt, soll man jetzt wirklich drei Runden da reinhauen? Aber ja, wenn man es komplettieren möchte, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Und ich hoffe halt hier, dass es wie beim letzten Mal klappt, dass ich, wenn ich hier so reingreife, also hier mittig rein, dass ich dabei hier alles lockert und dass dabei halt auch hoffentlich hier sich alles lockert, dass halt, wenn die Blöcke irgendwie so nach links blinken oder wenn der Greifer tief genug kommt, ich hoffe es, also dass zumindest halt sich die Marken lockern. Im schlimmsten Fall kann man auch mit den Restblinken arbeiten, dass sie dann halt runterfallen, aber ja, der erste Krieg ist natürlich immer der schwierigste, bei sowas sowieso. Na, das war auch relativ mittig. Na komm, locker irgendwas. Ah, das ist jetzt besonders ärgerlich, weil die hier noch alle fest sind. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht haben. Ich meine, ich kann es mit links rechts bewegen und arbeiten, dass die Blöcken hier vielleicht runterfallen, weil die sowieso schon so komisch wackeln. Aber ich hätte halt schön gerne gehabt, dass der sich alles lockert. Das ist halt wirklich ärgerlich jetzt. Ja, gut. Dann werden wir einfach mal gucken, dass hier die Blöcke fallen. Ich glaube, die fallen sogar sowieso, wenn ich hier schon ein paar links bewegen und mache. Da kommt, halt runter. Ich sehe schon wieder kommen, dass ich sage hier, ich versuche das ein 2-3 Mal und dann ja, mache ich einen Cut und dann fallen sie danach direkt runter. Da kommt schon. Wisst ihr was, ich mache einen Cut. Bis gleich. Oh Mann, Leute, es hat sich hier extrem verkeilt. Und zwar wirklich so extrem, dass die Marken hier jetzt wie. Als ob halt hier irgendwie ein schwarzes Loch entstanden ist. Und ja, und die alle in diese Stelle gesogen werden. Dummerweise, wenn man hier jetzt ein paar links und rechts Bewegungen macht, man sieht halt hier links und rechts sind schon die ganzen Marken gefallen, weil ich die ganze Zeit hier schon am Arbeiten war. Man sieht halt auch, wie die Marken sich hier bewegt. Die wackeln hier in der Mitte die ganze Zeit, drücken sich hier zusammen. Und man sieht auch, wie hier dagegen gedrückt wird. Aber hier, die Fleischbällchen wollen sich leider nicht lockern. Wenn sie gelockert wären, dann wäre es vielleicht so gewesen, dass halt die Marken hier nach links gedrückt worden wären. Und dass halt hier zumindest mal ein bisschen lockerer wäre. Was mich halt dabei nicht nur ärgert ist,
Ich muss ja, wenn ich jetzt die Flashbacks haben will, sowieso jetzt hier reingreifen, damit ich es lockere. Oder ich drücke halt hier oben da nach unten, dass es vielleicht dann so geht. Und dann muss ich natürlich gucken, wie am Ende die Marken hier liegen, dass ich halt trotzdem die noch greifen kann. Muss natürlich noch gucken, dass ich vielleicht irgendwas greife, dass dann sich hier noch der, ja, der Panzer lockert, damit ich hier die, falls ich die bekomme, dass die halt hier nicht liegen bleiben. Können nämlich alles sein. Ja, man sieht halt schon, ich habe auch teilweise wirklich gewartet, ob sich da irgendwas tut. Ich meine, der ist jetzt, der Mario hat sich ja gelockert, aber ja, leider. Ja, man sieht doch hier schön jetzt nochmal, wie der wieder dagegen gedrückt wird, aber hier, die sind bombenfest. Och ja, Leute, aber gut. Dann werde ich halt trotzdem mal da reingreifen, dass ich halt, ja, die lockere. Und dass dann vielleicht, ja, ich am Ende liegt dann hier die Fleischbällchen, hier der Stern und hier der Mario. Und ich komme an die Fleischbällchen nicht dran, weil sie dann zu weit am Rand liegen. Man kennt ja sowas. Ja, ich dachte, dass sie halt oben liegen, beim Runterdrücken natürlich nicht gegriffen werden können. Aber, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, dass es trotzdem klappt, dass ich zumindest hier die ganzen Blöcke mal loswerde. Vielleicht kriege ich sogar den Stern gegriffen, wäre natürlich auch praktisch. Ui, man merkt ja schon, hier in Zeitlupe, also das ist hier wirklich in Slow Motion. Ich meine, es hilft sogar ein bisschen beim Greifen, aber man merkt schon, was hier an Arbeit dahinter ist gerade. Vielleicht habe ich das ja sogar, wäre natürlich doppelt praktisch. Uiuiuiui. Na? Okay, sie sind auf der anderen Seite. Eieiei. Okay, gut. Dann können die sogar, wenn ich eine Runde bekomme, sie kriegen. Sofern ich halt hier den Block hier runter wackeln kriege. Also das. Also ich hatte jetzt noch nie seit ich das Spiel spiele, dass das sich so extrem verkeilt hat, dass das Game dabei so extreme Slowdowns hatte. Okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass beim Training das Ganze gut klappt. Das Training, stimmt, ich habe das Training überhaupt gar nicht wirklich erwähnt gehabt bisher, gell? Das ist einer von diesen Pokémon-Krähen, aber sehen wir sowieso gleich. Werdet ihr dann sehen. Hier ist heute ein Trainingskranzspiel. Viel Spaß beim Üben. Oh, ich habe ganz vergessen, dass wir bei 0 Marken waren. Da müssen wir auf den Bonus hoffen. Ja, weil das sind, wie viele Marken drin? 8? Und selbst wenn wir das komplettieren, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ah, ja gut, habe ich ganz vergessen. Egal. Was bleibt anders übrig, als die Marken hier zu lockern? Man kennt es ja bei den Krähen ja schon so langsam, wenn die alle erstmal fest sind. Dann müssen wir natürlich erstmal, ja, die Marken so lockern, dass es auch funktioniert. Sieht relativ gut aus bisher. Aber, ja, selbst wenn wir komplettieren, dann noch eine Runde. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin gerade überlegen, ob es besser wäre, ob ich hier reinwerfe oder hier reinwerfe. Ich glaube, wenn ich hier reinwerfe, kriege ich die, aber die nicht. Und wenn ich hier reinwerfe, kriege ich vielleicht die, aber die nicht. Oder irgendwie, keine Ahnung. Ich versuche, wobei doch, warte mal, wenn ich vielleicht hier reingreife, dass halt die rüberfliegt und die rechts. Ich hoffe es einfach mal. Ja, oder ich werfe nicht gut genug, damit die Marke dann trotzdem da liegt. Okay, alles klar. na gut. Dann, ja, ich glaube, die beste Möglichkeit wäre wirklich hier hinwerfen, dass die Marke zumindest fällt. Aber es ärgert mich, weil ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich keinen Bonus kriege. Uiui, da ist die Bombe eben komisch geflogen, aber es hat noch geklappt. Alles klar. Okay, wir kriegen ihn komplett. Vielleicht auch nicht, ja. Aber, ja, wenn die Bombe erst hier landet und dann hier abprallt, klar, dann kann man es nicht komplettieren. Ah, aber wie gesagt, selbst wenn es komplettiert hätte, ich muss jetzt auch einen Bonus hoffen. Bitte, 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 bitte. Komm, komm, komm. Nicht, dass mich hier jetzt. Okay, gut. Weil es kann immer sein, es kann, auch wenn es sehr selten passiert, es kann immer sein, dass man vielleicht bei sowas dann doch keinen Bonus kriegt. Und ich möchte mich eigentlich sehr, sehr ungern auf einen Bonus konzentrieren. Ja, ihr wisst, was ich meine. Zum Mario Kart, zum Super Mario Bros. Kran. So, Leute, ja, komplett. Ja gut, ich habe jetzt einfach mal den Cut hier gemacht. Hätte man direkt sieht, dass die Marken hier fallen und ich freue mich. Weil es hat in 2 Runden geklappt in dem Sinne. Auch wenn das sehr, sehr komisch war mit den Marken hier. Ja, fragt mich nicht. Man hat ja gesehen, wie langsam es war. Jetzt würde ich gerne einfach ausprobieren, weil ich gesagt habe, dass ich halt hier jetzt ganz knapp hier so reingreife, dass ich vielleicht. Ich gehe zwar davon aus, dass nur der Block runterfällt, aber ich habe sonst keinen anderen Kran, den ich mit einer Runde spielen kann. Ich meine, ich könnte jetzt auch jetzt sagen, ich könnte vielleicht suchen. Ja gut, ich muss ja erst den Wurm hier greifen, damit ich an den Shy Guy komme. Oder ich könnte hier versuchen, so reinzugreifen. Ich glaube, da würde ich vielleicht allerhöchstens die Banane kriegen, dann würde es auch nicht viel Sinn machen. Deswegen gucken wir einfach mal, dass das hier klappt. Und falls nicht, ich bin zufrieden. Das war mein Ziel, das habe ich erreicht. Bin froh. Den Mario hatte ich ja zum Glück schon. So, dann gucken wir mal, dass das hier so halbwegs klappt.
Na komm. Na, wirf runter. Ja, okay. Dann haben wir wieder zwei Sets komplett und es hat sich wirklich gelohnt. Ja, freut mich. Das freut mich jetzt sogar schon mehr als die als mit den Fleischbällchen. Weil ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Aber ich bin froh. Ich freue mich. Oh, das wird eine Schnippelei. Vor allem, weil ich gucken muss, welche, so viele Macken. Weil ich gucken muss, welche von den aufgenommenen Stellen ich nehme, wo dann alles zusammengeklebt hat bei den Marken, weil, ja. Ich gucke einfach mal. Aber dann gehen wir nochmal vor uns zu unserer Sammlung. 2000 Mario Bros. Krähen in einem Tag. Freut mich. Sehr gut. Und da haben wir sie endlich. Ja, komm, Autofokus. Zeig uns die Fleischbällchen hier. Endlich. Ich bin auf jeden Fall doppelt froh, weil sich das Ganze dann so richtig gelohnt hat, weil wir in drei Runden zwei Sets komplettiert haben. Das hier war sowieso praktisch, weil die hatte ich ja schon beim letzten Mal gespielt gehabt. Man muss immer dazu sagen, es ist ja nicht in drei Runden komplettiert worden, sondern in mehr, weil ja beim letzten Mal ich die schon gespielt habe, aber ich bin trotzdem mehr als zufrieden, weil man muss dazu sagen, ich finde zwar ein bisschen schade, dass die ganzen Sachen so schnell wiederholt werden. Auf der anderen Seite hat man natürlich den Vorteil, dass man hier die Sachen komplettieren kann und halt sozusagen eine zweite Chance bekommt. Ich habe eine leichte Befürchtung, ja, 87, also wir haben jetzt 1% mehr bekommen. Okay, ich habe eine leichte Befürchtung, dass vielleicht, dass die Weihnachtskräne wohl sehr lange auf sich warten lassen, wenn sie überhaupt kommen. Das ist so meine Befürchtung, weil bisher haben wir jetzt, glaube ich, wieder alle Super Mario Bros. Kräne gesehen, bis halt auf die Weihnachtsdinger. Und ja, werden wir halt dann sehen, wie das Ganze dann weiterläuft. Aber gut, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir wie immer schreiben, wie euch das Training abgelaufen ist. Ich denke mal, in 4 Runden kann man ihn komplettieren, wenn es gut klappt mit den Bomben. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao!